Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag greift das Anliegen von Künstlerinitiativen auf, das wir durchaus ernst nehmen. Trotzdem sind wir von dem vorgeschlagenen Lösungsansatz nicht überzeugt. In unserem Land herrscht verfassungsrechtlich verankerte Kunstfreiheit. Es ist gerade in heutigen Zeiten ein sehr hohes Gut. Als Künstler darf man hierzulande fast alles tun. Aber die Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, dass die Entscheidung für Kunst als Lebensunterhalt auch eine freie Entscheidung ist. Und so hart es klingen mag, wer von seiner Kunst leben will, der muss am freien Markt erfolgreich sein. Die bildenden Künstler leben primär vom Verkauf ihrer Werke. Dazu muss man die Kunden überzeugen, bekannt sein, und dafür sind Ausstellungen das A und O. Und jetzt sind wir beim Kern der Diskussion. Hilft eine staatlich verordnete Ausstellungsvergütung dabei, dass es im Land mehr Möglichkeiten zum Ausstellen für junge und noch nicht etablierte Künstler gibt? Fraglich. Mal schauen wir genauer hin. Die Einführung einer Ausstellungsvergütung würde zum Beispiel eine starke Belastung für die ohnehin nicht immer üppig finanzierten kleinen Museen und kommunalen Galerien bedeuten. Kommunale Galerien. Und ich weiß aus meinen langen Jahren in der Berliner Kommunalpolitik genau, wovon ich rede, die oft deutlich unter 5.000 Besucher im Jahr haben und die ständig, wirklich ständig in Frage gestellt werden. Und dann kommt noch eine Ausstellungsvergütung obendrauf. Das ist meine Befürchtung. Im Ergebnis einer gesetzlich festgeschriebenen Ausstellungsvergütung gibt es weniger Ausstellungen für weniger Künstler in diesem Land. Und das kann nicht die Idee dieser Regelung sein. Denn die Ausstellungsvergütung soll letztlich helfen, die wirtschaftliche Situation von Künstlern zu verbessern, von denen ja viele in prekären Verhältnissen leben. Aber für die soziale Absicherung haben wir die Künstlersozialkasse. Und die haben wir diese Legislatur noch mal gestärkt. Die vorgeschlagene gesetzliche Ausstellungsvergütung ist für mich ein Schritt in Richtung einer Art Kunstsozialismus. Ich finde es gefährlich, überall den Staat reinholen zu wollen. Wir schaffen, jetzt mal ganz ruhig, wir schaffen zusätzliche Bürokratie, und es ist ja auch schon in der Rede der Kollegin angeklungen. Wir haben auch die Möglichkeit für mehr staatliche Eingriffe. Das kann nicht gewollt sein. Und wir stärken eine Versorgungsmentalität. Auch das ist nicht richtig. Und das ist das Gegenteil von Kreativität und Wettbewerb, die gerade für den künstlerischen Bereich so wesentlich sind. Der politisch richtige Weg ist deshalb, Galerien und Museen finanziell zu stärken, etwa durch die Erhöhung des Ankaufetats. Und natürlich kann es nicht sein, dass ein Künstler mit seiner Ausstellung Verluste macht. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, auch neue künstlerische Ausdrucksformen wie Performance-Aktionen muss man im Blick haben. Sie lassen sich nicht wie Gemälde oder Skulpturen verkaufen. Auch das ist richtig. Und auch finde ich es insgesamt richtig, dass wir gegen den Geist, gegen diese Umsonstkultur, die sich in den letzten Jahren gerade mit dem Internet schon relativ stark ausgebreitet hat, vorgehen. Kreative sollen für Leistungen angemessen honoriert werden, aber die Kernleistung einer Ausstellung ist die Möglichkeit zur Präsentation der Werke, und das ist das Zentrale. Trotzdem unterstütze ich es ausdrücklich, dass auch Vergütungen von Ausstellungen stärker angereizt oder gefordert werden, aber auf freiwilliger Basis. Und so macht es ja das Land Berlin gerade, Kollegin Hubbach hat es ja schon erwähnt, mit einem neu kreierten Fonds für Ausstellungshonorare. Und es ist ja auch gut so. Allerdings ist meine Heimatstadt Berlin auch in einer sehr komfortablen Sondersituation, nämlich dass wir, der Bund, gut 600 Milliarden für die Hochkultur in Berlin ausgeben. Da bleibt natürlich etwas. 600 Millionen. Da bleibt natürlich Geld für den neu gewählten Senator Lederer zur Verteilung übrig. Das ist klar. Aber das ist eine Sondersituation, und insofern ist es eine gute Initiative, aber eine Initiative, aus der wir keine gesetzliche Legitimation herleiten können. Die Kunst ist frei, und ja, wir müssen die wirtschaftliche Lage der Künstlerinnen und Künstler im Blick behalten, aber eine gesetzlich verordnete Ausstellungsvergütung ist nicht der richtige Weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat Ulle Schaufs, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.